Herr Berger, mir sind doch noch ein paar Fragen eingefallen. Lassen Sie sich einen Termin geben. Ich bin hier zum Essen verabredet. Dauert nicht lange, versprochen. Ihre Verabredung scheint sich ja eh zu verspäten. Sie sind eine sehr unverschämte Person, Frau Schütt. Aber bitte, wenn ich helfen kann. Sie haben mir gar nicht erzählt, dass Yannick Lacroix schon einmal Ihr Gast war, letzten Sommer. Ja und? Wieso ist das von Interesse? Weiß ich nicht. Gab es einen bestimmten Grund? Er hat sich für meinen Fuhrpark interessiert. Ich sammle Autos. Wow. Erzählen Sie mal, wie war das Treffen? Er war nicht lang da. Eine Stunde ungefähr. Ich wollte meine Corvette Z3 verkaufen. Und er hat Interesse. Wir sind eine Runde gefahren, haben einen Kaffee getrunken. Das war's. Hat er sie gekauft? Das wollte er. Aber ich hab's mir dann anders überlegt. Sie steht immer noch in meiner Garage. Waren Sie eigentlich befreundet? Ich hab keine Freunde. Nur gute Bekannte. Und Lacroix war sicherlich keiner davon. Was löst dein Tod bei Ihnen aus? Was für ein Gefühl? Roschett, was faseln Sie denn da? Ich hab Hunger. Ist mir, glaube ich, egal. Egal? Ja, egal. Vielleicht sogar scheißegal. Oder mache ich mich jetzt etwa verdächtig? Sind Sie nicht auch ein kleines bisschen froh? Ich meine, immerhin war ein ernstzunehmender Konkurrent. Das war er ganz sicherlich nicht. Unter anderem, weil er mit meinen Angeboten gar nicht mithalten konnte. Kleines Einmaleins der freien Marktwirtschaft, Frau Schütt. Yannick Lacroix hatte weder das Know-how noch die nötigen finanziellen Mittel, um mir gefährlich werden zu können. Wussten Sie gar nicht, dass er in Verhandlungen stand? Mit einem chinesischen Investor? Wäre dieser Deal zustande gekommen und nach jetzigem Ermittlungsstand sieht alles danach aus, dann wäre Ihre Firma nichts als Peanuts für ihn gewesen. Wussten Sie das gar nicht? Nein. Das wusste ich nicht. Na dann? Ich hoffe, man hat sie nicht versetzt. Wenn Ihnen noch was einfallen sollte, meine Nummer haben Sie ja. Wiedersehen. Wiedersehen.